Langhorn. Früher lebte einmal in einem Kampong ein Ehepaar in einem ärmlichen Haushalt. Es hatte eine Tochter, die es sehr liebte. Nur ein Kummer bedrückte beide. Ihr ständiger Wunsch nach einem Sohn war bisher noch nicht in Erfüllung gegangen. Morgens und abends beteten und baten sie darum, mit einem Sohn beschenkt zu werden. Nach einigen Jahren schließlich wurde der Familie ein Junge geboren, und Mann und Frau freuten sich zunächst und begrüßten die Geburt ihres Sohnes. Als sie aber bemerkten, dass ihrem eben geborenen Jungen Hörner auf dem Kopf wuchsen, so wie das bei Büffeln und Rindern üblich ist, da wurden sie traurig. Wie mussten sie sich vor ihren Nachbarn und Freunden schämen, weil ihr Kind so anders geartet war und nicht wie die Säuglinge sonst. Da suchten sie nach einer List, wie sie ihr gehörntes Kind aus dem Weg räumen und in den Fluss werfen könnten, damit auf keinen Fall die Nachbarn etwas davon erführen. Sie machten eine ausreichend große Kiste zurecht, um den Säugling darin zu verstecken. Dann legten sie ihn hinein, dazu ein Hühnerei und einen Scheffel Reis. Sie schlossen die Kiste und warfen sie in den Fluss, der sie forttrieb. Als ihre Tochter nämlich die ältere Schwester des Säuglings sah, dass ihr kleiner Bruder in den Fluss geworfen wurde, bekam sie Mitleid. Am Ufer entlang folgte sie dem Fluss und begleitete die davontreibende Kiste. Sie brachte es nicht übers Herz, ihren kleinen Bruder untergehen und im Fluss sterben zu lassen. Wohin auch immer die Kiste mit ihrem Bruder trieb, sie folgte ihr am Ufer. Nach einiger Zeit hörte das Mädchen das Weinen des Säuglings aus der Kiste. Sie vermutete, dass ihr Brüderchen hungrig sei, und sie tröstete es mit Singen. »Ach, mein armes Brüderchen, ach, Langhorn, weine nicht, und wenn du hungrig bist, iss ein Reiskorn, damit du nicht vor Hunger stirbst.« Einige Tage später war das Ei in der Kiste ausgebrütet und man konnte von außen die piepsende Stimme eines Kükens vernehmen. Als das Mädchen dies hörte, sang es: »Ach, mein armes Brüderchen, ach, Langhorn, wenn du hungrig bist, iss ein Reiskorn und ein anderes Korn gib dem Küken, damit ihr nicht vor Hunger sterbt.« Immer wieder tröstete und ermutigte das Mädchen sein Brüderchen mit diesem Lied, während sie ihm am Flussufer folgte. Auf sich selbst achtete sie dabei nicht. Ihre ganze Aufmerksamkeit war allein auf Langhorn, ihr Brüderchen, gerichtet. Nach Wochen trieb das Wasser die Kiste an das Ufer. Schnell ging das Mädchen hin, hob sie auf eine trockene Stelle und öffnete den Deckel. Heraus kam ein kräftiger, gut gebauter Junge. Als der Junge draußen war, folgte ihm ein prächtiger Hahn. Und es war eigenartig. Der Junge war doch erst einige Wochen alt, und dennoch konnte er schon laufen und sprechen. Und was noch mehr verwunderte? Die Hörner, die vorher auf seinem Kopf standen, waren abgefallen. Sie waren nicht mehr da. Jetzt unterschied er sich in nichts mehr von anderen Kindern. Ja, jetzt konnte man erkennen, wie fest und schön sein Körper und wie freundlich sein Gesicht war. Nun machten sich die beiden Geschwister Hand in Hand auf den Weg zu einem Dorf und sie nahmen den Hahn, der schon groß war, mit. Vor dem Tor des Dorfes wurden sie von einem seiner Bewohner angesprochen. »Hey, Kinder! Wohin wollt ihr?« »Wir wollen dieses Dorf, um etwas zu essen zu bekommen«, antworteten die beiden. »Kennt ihr denn die Bräuche, die in diesem Dorf üblich sind? Wenn ihr in dieses Dorf wollt, müsst ihr euch nach den Bräuchen richten, die hier gelten.« »Ja, sicher sind wir bereit, uns nach den Bräuchen zu richten, die hier üblich sind. Wo wir auch auf Erden sind, dort verehren wir den Himmel«, antworteten die beiden Kinder. »Wenn es so ist, ist es ja gut«, sagte der Dorfbewohner.
Währenddessen hatten sich noch einige andere Dorfleute um die Ankömmlinge geschart, und je länger, je mehr Menschen drängten sich um die zwei Kinder. »Ihr müsst es zulassen, dass euer Hahn sich mit einem unserer Hähne misst«, sagte jetzt einer von ihnen. »Ja, so ist es«, fuhr ein anderer fort. »Wenn euer Hahn gewinnt, dürft ihr das Dorf betreten und sollt all die Reichtümer erhalten, die wir verwettet haben.« »Gut«, antworteten die beiden Kinder. »Wenn euer Hahn aber verliert, müsst ihr euch zu unserem Leibeigenen machen lassen«, sagte jetzt ein anderer. »Wollt ihr?« »Wenn ihr das nicht wagt, gebt ihr besser eure Absicht auf, dieses Dorf zu betreten.« »Gut, wir wagen es«, antworteten die Kinder und fragten dann die Dorfleute, »was werdet ihr setzen?« »Den gesamten Besitz aller Bewohner dieses Dorfes werden wir euch aushändigen, wenn euer Hahn gewinnt.« Da ließen sie ihre Hähne miteinander kämpfen, und Langhorns Hahn gewann. Jetzt ließ man die beiden Kinder ins Dorf hinein, bewirtete sie mit Essen und Trinken und übergab ihnen recht ansehnliche Schätze. Nachdem Langhorn und seine Schwester die zahlreichen Güter in Empfang genommen hatten, setzten sie ihren Weg von Kampong zu Kampong fort. In jedem Kampong, das sie besuchten, ließen sie ihren Hahn mit einem Hahn der Dorfbewohner kämpfen, und immer trug ihr Hahn den Sieg davon. Mit der Zeit wuchs der Reichtum der beiden Kinder immer mehr. Schließlich gelangten Langhorn und seine Schwester zu einem großen Dorf. Als sie an sein Tor kamen, ließen sie sich zur Rast nieder. Da näherten sich einige Dorfbewohner und fragten: »Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Wer sind eure Eltern? Und mit welcher Absicht seid ihr zu diesem Dorf gekommen?« Langhorns Schwester antwortete ihnen: »Wir sind unglückliche Kinder. Woher wir stammen und wer unsere Eltern sind, wissen wir nicht.« »Seid ihr nicht auch Mensch? Wie kommt es, dass ihr euren Geburtsort und eure Eltern nicht kennt?« fragten die Dorfbewohner weiter. Und das Mädchen fügte erklärend hinzu: »Wir sind gewöhnliche Menschen, nur wo wir geboren und wer unsere Eltern sind, wissen wir nicht.« »Warum nicht?« »Das ist so. Als ich noch klein war, kam mein Bruder zur Welt. Und als er geboren wurde, konnte man auf seinem Kopf Hörner wachsen sehen. Und das ist der Grund, warum ich ihn Langhorn rufe. Mein Vater und meine Mutter schämten sich, ein gehörntes Kind zu besitzen, und warfen mein Brüderchen in den Fluss. Ich folgte ihm überall hin, bis ich ihn schließlich retten konnte. Dieser Junge da ist mein Bruder Langhorn. Seine Hörner sind schon lange abgefallen, und so hat er keine mehr.« Als die Leute die Erklärung des Mädchens gehört hatten, erinnerten sie sich an einen Vorfall, der sich vor langer Zeit zugetragen hatte. Damals hatte in ihrem Dorf eine Frau einen merkwürdigen Jungen mit Hörnern auf dem Kopf geboren. Die Eltern des Jungen hatten sich bemüht, ihr sonderbares Kind zu verbergen, und hatten es in den Fluss geworfen. Doch das Sonderbare, das sie hatten verbergen wollen, war bereits bekannt geworden. Auch diese Leute hatten davon erfahren, denn die Nachricht von dem wundersamen Ereignis hatte sich schnell verbreitet. Anscheinend war dies der Ort, in dem Langhorn und seine ältere Schwester zur Welt gekommen waren. So waren sie beide wieder in ihrem Geburtsort gelangt. Die Nachricht von ihrer Ankunft verbreitete sich schnell im ganzen Dorf, noch schneller als damals die Kunde von der Geburt des gehörnten Säuglings. Sie, die in Not davongegangen waren, kehrten jetzt in Reichtum und Wohlstand zurück. Nun lebten auch noch die Eltern der beiden Kinder, und als sie Kunde vernahmen, ihre Kinder seien mit nicht geringem Reichtum zurückgekommen, freuten sie sich sehr und eilten herbei, um sie zu treffen. Doch als sie dann vor ihnen standen, wurden sie sehr enttäuscht, denn ihre Kinder erhörten sie nicht. »Wir zwei
haben Vater und keine Mutter mehr«, antwortete Langhorns Schwester. »Von klein an haben wir weit weg von aller elterlichen Liebe gelebt. Unsere Eltern haben uns getötet, als wir noch klein waren. Seitdem leben wir in großer Kummer und besitzen seit jener Zeit auch keine Eltern mehr.« Einige Male versuchten der Vater und die Mutter, ihr damaliges Verhalten zu erklären und mit süßen Worten zu besänftigen, aber ganz ohne Erfolg. Die Kinder wollten sie auf keinen Fall als ihre Eltern anerkennen. Der Vater und die Mutter wurden sehr traurig. Sie erkrankten bald darauf, weil sie die Trauer und Reue, die sie so sehr bedrückten, nicht mehr ertragen konnten, und am Ende starben sie. Langhorn und seine Schwester aber lebten in Ruhe, Frieden und Reichtum in dem Dorf.